Sehr schön. Ja, 943 Lösegeld, so nötig haben wir es gerade nicht. Das ist okay. Und direkt nach vorn durch. Da kenne ich jetzt gar nichts. Da laufen wir durch. Sie hatten ihre Chance und sie haben es halt... Sie haben halt versagt einfach. Hier bauen wir mal weiter aus, diese Festung. Und auch diese Festung gerne einmal. Ah, da sind wir noch bei. Sehr gut. Hat ein Merkmal verloren. Aber warum? Ach, Ritterlichkeit hat er verloren, ne? Ne, Loyalität. Ah, warte mal, hä? Fühlt sich nicht geschätzt, dass dieser Mann mit seiner Behandlung zufrieden ist. Wuchs seine Loyalität? Das ist aber irgendwie weird. Merkmal verloren, aber hier... Okay, keine Ahnung. I don't know, aber es ist noch genug Loyalität vom Ding her. So oder so. Okay, jetzt haben wir hier ein Problem. Wir müssen Zagreb noch mal ein bisschen ausbauen vielleicht. Budapest sieht gerade leicht einnehmbar aus, aber ich weiß auch nicht, wo da gerade die Kacke am Dampfen ist. Wir werden mal losziehen. Nach Budapest. Ja, vielleicht können wir da was reißen. Zagreb weiß nicht, ob wir das halten können. Wobei, warte mal. Jetzt glaube ich wieder eher dran. Dann werden wir jetzt diese Armee erstmal von Venedig angreifen, damit wir sie langsam und aber sicher dezimieren können. Ich denke, ist, denke ich, eine gute Taktik. Und jetzt steht er wieder davor. Pff. Ja, jetzt müssen wir halt über die Brücke laufen. Das ist nicht unser Ziel. Ah, da kommen wir wieder nicht voran. Sehr gut, nicht. Ja, Kaiser. Morgen geht es weiter, Kaiser. Hm. Wir haben auch wieder kein Geld, ne? Ah. Unsere... Oh nein! Du Arsch! Oh, ich habe wenigstens gehofft, dass wir uns erstmal auf den Osten so konzentrieren können, aber nein! Er belagert uns! Frankreich ist einfach ein richtiges Arschloch. Ach, weißt du was? Wenn, ja, ach, guck mal, wir sind auch damit verbündet. Komm, kein Ding. Da sind wir Best Friends jetzt, Alter. Ah, das können sie. Na, egal. Alter, Frankreich, ey. Jetzt bin ich mit England und Mailand im Bündnis. Gucken, was das wird. Mit dir habe ich noch gar nichts. Guck mal, siehst du? Wir haben jetzt gerade das Bündnis bei Mailand angenommen. Jetzt kommt der wieder angeschlichen hier. Nein, ich will dein Bündnis nicht. Nein. Ja, Friede sei auch mit. Oh, da platzt mir aber gleich der Kragen. Oh, shit, ey. Okay, Budapest muss warten. Wien muss auch auf jeden Fall mal... Ja, Toulouse, Hafen belagern. Sehe ich so aus, als ob ich jetzt auch noch eine Flotte unterhalten könnte? Wie willst du denn von mir? Ja, Betrug, das habe ich schon gemerkt. Wir werden das schaffen, Leute. Wir werden das schaffen. Wir gehen wieder ein bisschen zu... Nein, ich wollte da gar nicht rein. Ich wollte hier auf die Brücke wieder. Wir müssen auf den richtigen Moment abwarten. Und du, Kollege, gehst dann doch einmal hier nach links. Wir haben einen neuen Feind. Der Money sieht auch sehr knitterig aus, möchte ich meinen. Dann sammeln wir mal schnell hier. Oh, das läuft hier gerade alles gerade nicht wirklich. Geht nicht gut voran. Du gehst oben rum, damit wir hier den schon mal wegmachen können, damit der hier bloß nicht von hinten irgendwie dann jetzt Städte hineinnimmt. Hamburg ist auch gerade leer von Truppen, ne? Es sieht gerade wirklich nicht sehr knorke aus. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Geh mal wieder mit rüber da. Houston, wir haben ein Problem. Jetzt guck mal, jetzt kommt er da oben, Alter. Das ist schon richtig arschig. Da kann ich nichts anderes zu sagen. Na, stellt euch schon mal in die Nähe, bitte. Damit ihr da im Notfall mit helfen könnt. Ich bin auf dem Weg. Sergeant, berittenen Sergeants reifen wir an. Die Krise ist wirklich da. Ach, jetzt kommt Ungarn. Nee. Wir bestellen nochmal jemanden her in der Hoffnung, dass Wien sich selber verteidigen kann. Und hier müssen wir mal helfen. Hauptmann Tobias, du doofe Kuh. Du Idiot. Was wollen sie? Hä? Was haben sie vor allen Dingen? Sag mal, jetzt geht es aber los. Was ist denn los jetzt hier? Ich habe in keiner anderen Kampagne, ich schwöre, niemals so viele berittene Fernkämpfer gesehen. Das kann da wohl nicht wahr sein. Da können wir noch nicht angreifen. Wir müssen warten tatsächlich. Und ja, natürlich. Der war eben gut angreifbar und jetzt ist einfach eine ganze Armee drinne. Können wir das noch schaffen? Bei unseren Truppen sehen noch relativ voll aus.
Wir haben ein paar weniger Männer. Boah. Wir haben schon sehr viele gegnerische Speerträger da drin. Das schmeckt schon wieder alles nicht. Ich weiß aber nicht, woher wir die Truppen bekommen sollen. Es ist gerade wirklich dramatisch. Ja, Kaiser. Ja, der Kaiser ist gerade tatsächlich ziemlich ratlos. Da haben wir so eine riesige Armee drin, Alter. Für was denn? Versuch nochmal Ragusa jetzt drauf geschissen. Und mit dir versuchen wir jetzt Venedig, weil jetzt haben wir eine Armee hier einzeln einmal. So, wir haben ein paar weniger Männer. Das stimmt allerdings. Die Armee sieht aber auch tatsächlich gut ausgeglichen aus. Das ist auch ein Problem. Das Einzige, womit wir glänzen, ist halt mit sehr vielen Generälen. Wir müssen es machen. Wir müssen hier irgendwo vorankommen. Das Problem ist jetzt mittlerweile, dass die ganzen anderen Gegner bessere Truppen mittlerweile bekommen. Wir haben schon Feudalritter bei den Gegnern gesehen. Wir dümpeln, haben gepanzerte Sergeants können wir herstellen, theoretisch. Aber können wir uns nicht leisten. Wir müssen gerade auf berittene Sergeants umsteigen, weil es gerade so scheiße läuft. Das ist echt dramatisch gerade. Das könnte tatsächlich jetzt ziemlich schwierig werden. So, was machen wir? Ihr lauft einmal hinten rum und werdet versuchen, von hinten einmal anzugreifen. Also ganz außen rum lauft ihr bitte einmal. Mit dem, tatsächlich diesmal auch mit dem Kaiser selber. Dann geht ihr einmal hier bitte. Zwei. Und ihr geht einmal hier. Also Kavallerie ist sowieso meine liebste Einheit. Damit funktioniert immer fast alles. Aber eben auch nur fast. Im Wald, ey. Mag ich immer nicht. Hast du logischerweise nicht so viel Sicht und das mag ich natürlich hier auch nicht. Auch über das Spielgeschehen. Auch für die Aufnahme finde ich das immer ein bisschen schade, weil du kannst echt schwer gucken. Und eigentlich brauchen wir auch eine... wir brauchen eigentlich eine Kavallerie-Armee, die von vorne reinprescht. Es ist so, wie es ist. So, dann let's go. Die werden sich halt keinen Millimeter bewegen. Hier wäre halt schön gewesen, hätte ich ein bisschen was sehen können, aber so müssen wir jetzt immer reinzoomen einmal. Okay. Rennen tun wir natürlich nicht. Wir müssen unsere Kräfte aufsparen. Der Weg ist lang. Da kommen wir angelaufen. Die dürften uns auf jeden Fall... Na, dürften die uns schon erspähen können? Auch die haben ja theoretisch Bäume im Blick. Na, vielleicht können die dann schon langsam unsere Armee am Horizont erblicken. Unsere Flaggen, die im Wind wehen. Ne. Die sind aber gerade viel schneller als die Kavallerie. Kann das sein? Okay, hold up. Jetzt haben wir hier was aufgedeckt. Das sind die Panzerritter. Die stehen ganz merkwürdig. Aber wenn hier die Panzerritter stehen, können wir da unsere Speerträger hinsetzen. Ihr geht hier hin. Ihr rennt jetzt. Ihr, ich wollte den Kaiser noch nicht angreifen lassen. Rennt einmal durch. Okay, das muss jetzt funktionieren. Erstmal alles aufstellen. So. Okay, hold up. Jetzt stellen sich die Panzerritter ganz komisch hin. Das Ding ist, so viele mein Gott, ich kann nicht mehr reden. So viele Speerträger haben wir jetzt leider nicht. Alter. Das ist gerade alles andere als nice. Ja, wir müssen den Ansturm auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir schon angreifen müssen. Dann müssen wir den Ansturm haben. Das gibt uns den gewissen Bonus, den wir eventuell jetzt benötigen halt. Auch die Speerträger bitte. Auch ihr müsst von der Seite tatsächlich jetzt einmal rankommen. Da führt kein Weg dran vorbei. Auch du. Der Kaiser läuft erstmal durch. Boah, der mit seinen Ansagen immer, Leute, wir sind doch gerade erst in der Schlacht drin. Hier ist noch gar nichts entschieden. Wir müssen gucken, dass wir hier den General bekommen jetzt. Das ist wichtiger als alles andere gerade. Weil wenn der stirbt, logischerweise ist dann die Moral im Eimer. Das müssen wir erreichen. Wo steht er? Da steht er theoretisch. Der Ansturm muss, der muss sitzen. Aber na, wir kommen an der falschen Ecke. Holt ihn euch, Leute, holt ihn euch. Auch ihr müsst viel weiter preschen. Das muss wesentlich schneller gehen, Leute. Wir fliehen sie alle. Das ist sehr, sehr nice. Kaiser angreifen. Scheiß erstmal auf die Einheiten, die fliehen. Wir müssen jetzt die erstmal vernichten, die hier noch kämpfen. Weil das könnte jetzt noch für uns eventuell viele Verluste bedeuten, wenn wir die jetzt nicht erstmal noch ausmerzen. Scheiß auf die, die fliehen. Die kommen eventuell eh gleich wieder. Dann können wir uns nochmal neu auf die konzentrieren.
So, jetzt erstmal noch angreifen, was da ist. So. Sehr schön, wo ist der Kaiser? Kaiser ist hier, alles klar. Kein Problem. Übrigens, Kollege, General lebt immer noch. Sieht der. Du Arsch, Alter. Das kann nicht wahr sein. Das ist so ärgerlich. Wir können die Schlacht nicht ordentlich zu Ende führen. Sowas ärgert mich immer. Ja, wir müssen halt den jetzt hinterherlaufen. Den General werden wir nicht mehr bekommen. Glaube ich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kriegen wir den vielleicht doch noch? Oh, das wäre der Wahnsinn. Das wäre der Wahnsinn. Komplett alle Generäle. Rauf, holt euch diesen Idioten. Alles andere ist egal. Der General muss weg. Auch einfach als Zeichen. Greift ihn an, greift ihn an. Oh, nein, 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 der entwischt uns. Und schon kriegen die doch noch. Das ist eine Sache einfach. Das ist einfach nice. Einfach aus Prinzip. Mein General, habt ihr nochmal schnell verloren. Das war ultra wichtig. Damit haben wir einer dieser großen Armeen vernichtet. Sehr gut. Und somit sieht das doch schon mal alles hier ein etwas einfacher unten aus. So, dann nehmen wir mal hier was raus. Hallo. Und greifen direkt... Ich greife direkt Venedig an. Ich glaube, das ist gerade das Klügste, was wir jetzt machen können. Soll der uns von hinten angreifen, dann machen wir die... Noch einer. Wo kommt der denn jetzt noch her? Venedig spielt gerade richtig gut. Also für mich machen die das gerade echt nicht einfach. Und das schmeckt mir hier auch nicht. Wir können es aber, wenn wir es schaffen, wäre geil. Wir versuchen es, komm. Aufgeschissen. Wir können jetzt nicht überall warten, bis. Vor allem, auf was sollen wir da oben jetzt warten? Wenn wir nicht gegen Polen angreifen, greifen sie uns vielleicht an und wenn nicht, kommen wir dann nicht weiter. Und haben halt woanders überall noch Krisenherde. Wir brauchen die Armee jetzt gerade irgendwo. Oder die Armee muss wenigstens Siedlungen einnehmen. Wir brauchen Geld. So, das heißt, diese Schlacht ist immens wichtig. Wie so viele natürlich, aber die hat auch nochmal einen anderen Stellenwert, finde ich. So, drei. Dann wäre es auch vielleicht sinnvoll, die Kollegen mitzunehmen. Aber ganz ehrlich, in den Nahkampf. Mal hier ein bisschen so die Linien verdichten. Drei. So, dann. Ich kriege auch noch den General mit. Und hier ist nochmal die andere Ecke. Das Ding ist, es sind halt sehr viele Fernkämpfer wieder und das ist immer ein bisschen scheiße. Aber da müssen wir jetzt mit dealen. So, erstmal durchlaufen. Wie gesagt, da können wir gleich einen ab... Ach, greifen wir direkt an. Auch hier und ihr lauft erstmal in die Nähe. So. Wir alle haben einen Plan. Wodurch jetzt erstmal hier die Fernkämpfer. Die schon mal aus dem Spiel raus sind. Ja, die werfen schon. Haben direkt... Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Weiter weg. Okay, Moment. Hold up, hold up. Die Musik ist gerade zu bedrohlich. Da unten, okay. Da unten ist Krieg. Hier oben ist noch nichts. Werden wir angegriffen? Nein. Wir gehen im Sprintmodus. Heute wieder das immer sagt, dabei ist noch gar nichts entschieden. Ach, nee, 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 nee. Okay, wir gehen rein. General außenrum laufen. Oh, jetzt kommt er zu uns, ne? Heißt aber, dann ist es hier frei jetzt. Ja, komm. Ihr müsst von hinten einmal angreifen. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Von der Seite können wir noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Unsere Kavallerie hier ist jetzt immens wichtig. Eine sehr gute Aufgabe eigentlich. Eine sehr wichtige Aufgabe. Drauf, drauf. Sag das bitte nicht zu früh. Das ist, als ob die jinxen jetzt schon. Das ist unglaublich. Okay, hier haben wir den Ansturm einmal von hinten. Da sind die gar nicht drauf vorbereitet. Ich weiß, hier ist ein Speerträger und gegen Speerträger ist Kavallerie nicht gut. Ja, aber wenn wir einen Ansturm haben, haben wir den Ansturm.
Das ist halt immer sehr praktisch dann. Hier brechen wir durch. Wunderbar. Einmal ran. Ran, ran, ran. Auch hier hinten ran preschen jetzt. Scheiß erstmal auf den General. Wir müssen jetzt erstmal generell gucken, dass wir den Oberhand bekommen. Aber ihr könnt den General angreifen. Auch hier nochmal von hinten ein kurzer Ansturm. Sind die auch nicht vorbereitet. Sehr schön. Scheiß auf die, die da weglaufen. Das ist richtig egal. Das interessiert uns nicht. Sehr gut, Leute. Und auch hier rauf. Leute, nicht schon wieder so ein Kladderadatsch da. Richtig rein, da müsst ihr. Ihr seid im Klos wieder hinten. Das bringt mir gar nichts. So. Hier brauchen wir eventuell noch ein bisschen Hilfe. Da fliegen gerade richtig viele Söldner. Die einmal mitnehmen. Das schmeckt. Ja. Ja. Okay, so langsam müssen wir der General fallen hier, weil ich möchte die Verluste so niedrig wie möglich eigentlich halten. Da ist er inmitten seiner Truppen. Kann nicht schießen. Nein, 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 nein. Ja, wobei, lauf mal bitte doch hinterher. Sehr wichtig, dass sie jetzt, ne, nicht nochmal dann gleich uns angreifen. Ah, scheiße. Unser General liegt tot auf dem Schlachtfeld. Natürlich wieder vor den an. Bitte jetzt kein Scheiß, bitte jetzt kein Scheiß. Nicht jetzt so. Nicht so spät. Nein, 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 nein. Oh, nicht so, nicht so. So können wir doch jetzt nicht verlieren. Holt euch diesen blöden General. Wo ist denn der jetzt? Der ist umgezielt. Ein Speer nach dem nächsten müsst ihr eigentlich reinkriegen. Dankeschön. Oh Gott. So, ausgeglichen, das war wichtig. Dass unser General jetzt aber draufgegangen ist, war ungünstig. Ungefähr Hälfte der Männer verloren und unseren General. Das ist sehr... Oh ja. Oh, danke, danke, danke. Und direkt auf Thorn. Das Ding ist schon eine Festung einfach, okay. Okay, wir müssen gleich gucken, dass wir mehr Truppen noch hier ranbekommen, damit wir Thorn auch einfacher einnehmen könnten. Sieht hier aus. Zu riskant, zu riskant. Wir müssen noch ein bisschen warten. Oder halt theoretisch Kavallerie nachholen, aber die haben wir gerade nicht die Chance zu. Ungarn baut hier nochmal Truppen auf. Ja, Krieg, Bündnis, okay. Zwei Stück. Wo denn noch? Da. Ach so, ja, okay. Nee, never mind. Nächste Runde. Okay, sie greifen jetzt offiziell an. Das ist okay. Ja, das dürften wir haben. Dreimal Panzerritter. Ey, ohne Scheiß. Also ich weiß nicht, also ich habe es eben schon mal angesprochen, aber ich sag's gerne nochmal. In jeder meiner Kampagne hatten die Gegner wirklich teilweise wirklich sehr, sehr wenige Kavallerieeinheiten. Aber hier haben wir in diesem Spielstand sehr viel gegnerische Kavallerie und berittene vor allen Dingen auch. Berittene Fernkampfkavallerie. Das ist echt krass. Sollte aber kein Problem sein. Wir haben viele Speerträger. Plus Verstärkung mit Schwerträgern. Wenn wir das jetzt hier schaffen, benutzen wir den General, der weiter rechts steht und werden einmal dann tatsächlich jetzt auf Frankreich angreifen. Wahrscheinlich gehen wir dann erstmal nach Reims. Ist eine große Stadt, gibt Geld, eine Mauer, leichter anzunehmen. Das ist jetzt so der Gedanke. So. Und es wäre jetzt ganz geil, wenn unsere Verstärkung direkt vor Ort ist. Das wäre ganz gut. So. Ihr werdet einmal hier raufgehen. Hier ist die Leiter, dann geht mal bitte darauf. So, einmal hier und da nochmal die Koranplätze müssen halt verdichtet sein, deswegen da steht euch dahin. So. Der General bleibt hier noch auf der Seite. Ich würde sagen, wir können starten. Bitte, bitte Verstärkung sei sofort da. Nice! Und auch direkt herkommen. Gar nicht lange warten. Ich weiß, es ist ein langer Weg, den ihr da vor euch habt, aber es ist wichtig. Ja, das ist jetzt nicht überraschend, ehrlich gesagt. Auf der Mauer können wir leider nicht so viel helfen jetzt. Die Truppen brauche ich hier unten erstmal. So, da klopft jemand an. Ihr müsst jetzt durchhalten, Leute. Lasst sie hier meinetwegen ein bisschen in den Vorhof kommen, aber dann stürmen wir rein. Wie halt die letzten Male auch. Oh,
Boah, Alter, der Sprecher, ich muss den ausschalten, ey. Der jinxt in einer Tour hier. Oh, bitte einfach nicht machen. Hör mal auf. Na komm, einmal noch. Der hat gute Holz kaputt gemacht, Mensch. Hast du dir mal die Holzpreise angesehen? Das muss ich wieder reparieren, ey. So, dann komm mal rein, ja. Ich bin tatsächlich ready. Okay, warte. Runter. Und ihr jetzt auch rauf. Das muss jetzt hier ordentlicher Push werden. Wir haben sehr, sehr viel Kavallerie. Da müssen wir gegenhalten. Die ist ein bisschen dünne. Oh, gibt Gummi da hinten. Gibt Gummi. Wenn wir jetzt von Speerträgern unsere Speerträger noch hinten reinschicken könnten, dann wäre das absolut GG. Aber so... Boah, die brechen gerade noch... Oh, da ist der General. Warte. Wenn ihr den holt, wäre richtig Bombe. Da gibt es Gehaltserhöhung. Guck mal, da gibt es die Gehaltserhöhung. Bitteschön. Danke. So, sehr gut. Und das ist der Wendepunkt. Das war der Knackpunkt. It's over. Wir holen uns mal die ganzen Gegner hier noch. So viel wie geht. Gönnt euch. Haben die Verstärkung nicht mal gebraucht. Die wäre auch jetzt erst hier gewesen, ey. Die waren bestimmt auch absichtlich langsam. Ich hätte mich auf jeden Fall nicht beeilt.